Während wir am Freitagabend zu Hause gegen den SC Freiburg 2 gewinnen, klettert der SSV Ulm auf einen direkten Aufstiegsplatz und kehrt jetzt am Wochenende pünktlich zum Duell mit uns zurück ins Donaustadion und damit rein in eine neue Folge Spieltag minus 1. In der heutigen Folge Spieltag minus 1 werfen wir einen speziellen Blick auf unser Trainerteam. Den Anfang machen wir mit SVS-Legende und Torwarttrainer Daniel Isdonat. Ja, Isto, über eine Woche ist es jetzt her, als wir die 3 Punkte gegen den SC Freiburg 2 hier am Hartwald behalten haben. Wie schaust du auf das Spiel zurück? Ja, 3 wichtige Punkte, gerade auch mit Hinsicht auf das Spiel gegen Ulm. Erste Halbzeit haben wir uns natürlich ein bisschen schwer getan, das wurde jetzt auch oft genug erwähnt. Aber ich denke, dass wir in der Halbzeit an den richtigen Stellschrauben gedreht haben und dann am Ende auch wenn es ein glückliches Tor war, verdient 1-0 gewonnen haben. Du sprichst es an, ihr habt in der Halbzeit effektiv auf die Mannschaft eingewirkt. Du als Torwarttrainer, wie bereitest du speziell deine Spieler jetzt beziehungsweise deine Torhüter auf ein Spiel wie zum Beispiel jetzt in Ulm vor? Ja, also hauptsächlich auch, welche Standardschützen treffen auf uns oder wie spielen die Eckbälle, Freistöße, was kommt auf uns zu, ja, welche Intensität kommt auf uns zu, wie laufen sie an, alles Kleinigkeiten, die den Gegner betreffen und dann natürlich aber auch, dass wir bei unseren Abläufen bleiben innerhalb der Woche, gesteckte Ziele erreichen und das ist der normale Ablauf vor einem Spiel. Jetzt am Sonntag geht es für uns zum SSV Ulm, der aktuell auf dem 2. Tabellenplatz steht. Was genau erwarten wir für ein Spiel und wie gehen wir es an? Ja, Ulm, eine sehr selbstbewusste Mannschaft natürlich jetzt, gerade auch mit dem Erfolg im Rücken. Nach langem wieder ein Spiel in Ulm. Ich glaube, das Heimbereich ist ausverkauft, erwartet uns dann eine gute Stimmung, müssen uns dagegen wehren, müssen das annehmen, was Ulm auch uns entgegenbringt und natürlich auch unser eigenes Spiel durchbringen. Und dann denke ich, dass wir da auch bestehen können. Es wird eine sehr, sehr große Aufgabe für uns. Alles klar, danke Isto. Isto ist also zuversichtlich, dass wir in Ulm einen Dreier einfahren. Hören wir mal jetzt, was unser Cheftrainer Jens Keller in der Pressekonferenz sagt. Ich glaube, dass Ulm uns anlaufen wird, dass Ulm aggressiv zu Hause uns unter Druck setzen möchte. Na, sie haben einen guten Lauf, sie spielen eine tolle Saison bisher und werden vom ausverkauften Haus, bin ich überzeugt, dass sie uns aggressiv anlaufen werden. Co-Trainer Gerhard Kleppinger ist ein echtes Urgestein hier am Hartwald und hat in seiner Trainer-, aber auch Spielerkarriere sehr viel erlebt. In der neuen Podcast-Folge Echt und Anders spricht er über die Olympischen Spiele 1988. Hören wir mal rein. Ja, das war damals absolute Highlight gewesen, neben anderen, ja, neben den Derbys oder so, die Spieler mit Schalke und so, Dortmund. Aber das war schon der absolute Highlight gewesen. Wir haben eine super Mannschaft gehabt. Damals war die Olympiade, die ging auch über 3 Wochen. Glaube ich noch. Und wir haben von Korea sehr, sehr viel gesehen, weil wir ja erst ab dem Halbfinale waren wir im Olympischen Dorf. Und vorher sind wir durch ganz Korea da gereist, haben da gespielt. Und es war auch so gewesen, dass diese Olympiade noch so war, dass Profis mitspielen durften. Aber Profis, sag ich mal, die konntest auch 33 sein. Also alles 23, unabhängig ist, glaub ich, alles heute unabhängig ist es davon. Es war nur, du durftest nur bei keiner WM gespielt haben. Ja. Das war so die Voraussetzung. Ansonsten war da alles mit an Bord. Und wir hatten eine super Truppe. Also wenn ich nur an unsere Stürmer denke. Genau darauf würde ich hinaus. Also auch die Torhüter, gell? Das war brutal. Normal war der Köpke unser Tor, der Andi unser Tor, der hat sich aber verletzt gehabt. Dadurch stand dann der Uwe Kamps im Tor, ja, der Olli Reck war dabei. 3 Trainerstimmen in einer Folge Spieltag minus 1. Das gab es auch noch nie. Die Trainer sind optimistisch, ich bin's auch und ich habe Bock aufs Spiel. Wir sehen uns am Sonntag im Donaustadion in Ulm. Ciao.